Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Another Code in der Recollection. Doppelte Erinnerung, wir haben das erste Kapitel im ersten Part hinter uns gebracht und auch komplett beendet. Hier im zweiten Part machen wir natürlich auch das komplette zweite Kapitel. Und wie wir dort auch sehen, Treffen mit Dee hatten wir, wie gesagt, beendet im ersten Part. Das heißt, wir starten direkt unsere Datei und ja, legen direkt los mit dem zweiten Kapitel. Das Game ist mega cool. Wie ich auch schon sagte, auch im ersten Part. Somit Kapitel 2, das Lawrence-Anwesen. Bin auch schon gespannt, wann wir Jessica finden. Denken wir, das wird bestimmt auch dauern, oder? Hello? Is anyone in here? Oh. Jessica? Can you hear me? Come on, Jessica! Das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil, wo man in der Villa reinkommt. I guess no one's here. But Jessica's gotta be around here somewhere. She's probably with Dad. Wait, Dee? Ja, wie ich schon sagte, es erinnert einen so ein bisschen an Resident Evil, an den ersten Teil, wo man so in die Wälder kommt mit den Zombies und so. Ich habe übrigens den Sound etwas lauter gemacht als im ersten Part, weil die Gespräche so ein bisschen zu leise waren, fand ich. Aber von jetzt, das sollte eigentlich so passen. Müsste eigentlich besser sein als im ersten Part. So hört man die Stimmen wenigstens ein bisschen besser. Sehe schon, hier ist eine Vase. Die Vase sieht echt teuer aus. Ich traue mich nicht mal, sie anzufassen. Doch nicht so staubig wie gedacht. Eigentlich ist sie sehr sauber. Hat jemand sie kürzlich poliert? Keine Ahnung. Aber die ist ja da oben. Ich denke mal, er steht auch da oben, wie man es sieht. Ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal hoch zu ihm. Okay, hier ist auch Vase. Eine große Vase mit einem komplexen Muster. Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt zu die, weil erstmal zu dem Bild oben hoch. Gucken wir mal direkt weiter, oder? Oh, da bist du also. Diese Person. What a huge painting. Do you remember something about him? Welcome. This. There's a name. Lawrence Edward, Patriarch. Okay, das ist der Hausherr, okay. So this is the guy that owned this place. Ashley, this man? He's my great-grandfather. So you're part of the family that owned this house? The Edwards? Okay, das ist also sein Großvater, okay. Did you used to live here? Hast du hier gewohnt? No. I came here with my father. To visit my great-grandfather. He was very ill. And then... That song. Diese Melodie, okay. Huh? That's right. When I heard someone playing the loveliest song on the piano. Okay. A piano? Let's look around and see if we can find one. I'll come with you. Also müssen wir jetzt eigentlich das Klavier suchen. Oh. Okay. Noch mal schauen. Oh, ein Porträt von Lawrence haben wir hier noch. Schauen wir noch mal. Ein Porträt von Lawrence, dem Oberhaupt der Familie Edward. Übrigens, die Verbindung war eben kurz weg, aber dann müsste ich schauen und schneide ich das Video halt.
Okay, schmutziger Zierteller, was ist das? So eine Art dekorativer Teller, schätze ich mal. Hm. Er ist schmutzig, um zu erkennen, was drauf ist. Zu schmutzig, okay. Hier eine rote Vase. Diese Blumenvase ist cool. Das Muster ist ein echter Hingucker. Okay. Also die Tür ist Jessica. Schon mal verschlossen. Jessica. Ja, ich denke mal, die werden wir noch finden. Ich sehe auch gerade unten, wir haben unten auch rote Symbole wieder in der Tasche und mit dem DIS. Da könnte man gleich nochmal reinschauen. Ich würde sagen, erstmal schauen wir aber, welche Tür aufgeht. Nein, das geht nicht auf. Ja. Die ging auch nicht auf, genau. No good, huh? Okay, auch verschlossen. Jessica. Wo könnte Jessica sein? Ich denke mal, die werden wir, glaube ich, so schnell nicht wiederfinden, oder? Aber ich möchte natürlich unbedingt wissen auch, wo sie ist und so. Okay, schauen wir mal hier. Ah, die Tür geht auf. Okay. Das heißt, hier wird es direkt weitergehen. Okay, die Möbel sehen eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Ah, das ist das Problem. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal hin, oder? Die ist direkt hier hin. Is this the piano you were talking about? I think. D? Ja, so meine nächste Erinnerung anscheinend. Guest Papa told me about. Franny. How's Franny, okay? What? I remember, Ashley. The person playing the piano, it was Franny. Okay, Franny haben wir jetzt als Notiz und schauen wir direkt. Who's Franny? A girl who used to live here. She used to live here. Were you related? I'm not sure. It was Franny who used to call me Dee. This house is where we first became friends. Yeah? That's great. I'm glad you remembered something. Forgetting all your friends sounds so sad. Yeah. You're right. Jetzt können wir das Klavier sogar noch suchen. Okay. Hier oben ist ein Notenständer. Ein Notenständer, auf dem man Notenblätter legen kann. Auf den Tasten ist eine dicke Staubschicht. Na logisch, ist auch alt. Das ganze Haus hier in dem Sinne. Und ewig keiner hier gewesen. Oder? Sonst wäre hier, glaube ich, nichts, sehe ich gerade. Hier unten kann ich auch nichts untersuchen. Nö, das wäre es eigentlich okay. Okay, Salon haben wir hier übrigens. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir natürlich erstmal ein bisschen rum. Hier ist noch ein Tisch. Die Luft um den Tisch herum riecht nach Zigaretten. Jemand muss hier gewesen sein. War es vielleicht Papa? Der Aschenbecher können wir untersuchen. Ein Aschenbecher voller Zigarettenkippen. So viele Zigaretten. Dad. Ist Papa ein Kettenraucher oder was? Oh. Feuerzeug. What's wrong? Was ist los? Jemand ist hier gewesen und hat das Feuerzeug dagelassen. Okay, können wir sogar mitnehmen. Ich denke mal, das brauchen wir bestimmt irgendwann, oder? Hey. Mann, nimmst du es mit? Klar. Ja, vielleicht gehört es meinem Papa. Aber ich mag Zigarettengestank nicht. Okay, und natürlich der Schlüssel. Den, denke ich mal, können wir auch mitnehmen. There's a key.
Das ist ein Schlüssel. Let's look for a place to use it. Lass uns nachsehen, wo wir ihn verwenden können. Okay, der E-Schlüssel ist das. Ich denke mal, den können wir vorne, da waren mehrere verschlossene Türen und so, irgendwo an irgendeiner Tür verwenden. Dann, ne? Das Gute ist, wenn man nicht weiter weiß, muss man nur auf Minus drücken. Was ist das? It's an origami crane. Ah, okay, ein Origami-Kranich. Origami? Yeah, it's made of paper. Das erinnert mich direkt an Paper Mario. All the time when I was a baby. I don't really remember myself, but Jessica told me about it. Huh. But I wonder who made this one. Is the DAS reacting? Okay, Kamera. Scannen mit dem DAS. Du kannst nur Notizen lesen, die auf den Kranichen hinterlassen wurden. Finde und scanne dazu in der Villa Origami-Kraniche, indem du die DAS-Kamera auf sie richtest und sie scannst. Du kannst die Notizen im DAS lesen. Ah, okay, das heißt scannen und dann kann man die irgendwie lesen, okay. Auch sehr coole neue Funktion, die Scan-Funktion, die wir jetzt gekriegt haben hier. Ich würde sagen, schauen wir mal, ob was passiert, wenn ich die Kamera auf den Kranich richte. So, ja, wollte ich ja eigentlich. Das hat schon wieder geschnappt. Okay, soll man einmal scannen? Wäre nur eins, erste Schritte beim Schreinern irgendwie gescannt. Ja. Sogar komplett neue Funktionen hier, Nachrichten. Nanu, was soll das bedeuten? Du kannst die gescannten Notizen oder Nachrichten lesen. Was für Botschaften wurden in den Origami-Kranichen hinterlassen? Ich würde sagen, lesen wir direkt. Ich glaube, das ist neu haben. Erste Schritte beim Schreinern. Es ist eine Woche her, dass ich mich mit meinen zwei linken Händen sowie Hammer und Säge an meinen neuen Hocker gemacht habe. Aber jetzt ist er fertig. Meine Messungen waren wohl nicht ganz richtig. Aber für einen ersten Versuch gar nicht schlecht. Bei nächster Gelegenheit nehme ich ihn mit an die Klippe, von der aus man das Meer überblickt. Er wackelt etwas. Das muss der unebene Boden sein. Aber das ist eigentlich ganz nett so. Auf einem selbstgebauten Hocker sitzen, aufs Meer schauen, mich im Rhythmus der Wellen biegen. Das Wackeln wird mir dabei helfen, diesen Rhythmus zu halten. Ja. Ich glaube, er meint den Hocker auch da, wo wir den Schlüssel rausgeholt haben im ersten Part, ne? Und wahrscheinlich merke ich es bald gar nicht mehr. Ich gewöhne mich bestimmt schnell daran. Aber bin ich vielleicht nicht ganz objektiv? Ich habe diesen Hocker selbst gemacht. Möglicherweise ist meine Sicht getrübt. Was, wenn sich Bill oder jemand anderes draufsetzt? Vielleicht sieht jemand anders das nicht so wie ich. PS? Gut, ich habe diesen Hocker in meiner Freizeit gebaut. Und wenn ich nicht gerade am NASA gearbeitet habe, aber trotzdem habe ich eine ganze Woche für einen simplen Hocker gebraucht. Beim Heimwerken bin ich eindeutig blutiger Anfänger. Wenn ich jemals wieder mit Ashley zusammen wohne, muss ich wirklich an meinen Schreinerkünsten arbeiten. Okay. Also der Hocker ist auch von ihrem Dad dann, okay? Na, hier hatten wir übrigens das Foto noch vom Friedhof, wo wir die getroffen haben. Und übrigens neue Notizen haben wir auch. Da könnte man da reinschauen, das sind da immer so Hintergrundinfos von den Leuten und so. Und gehört da so gesehen auch mit zur Story. Wir hatten da Lawrence, zum Anfang das Gemälde. Lawrence Edwards, dies Urgroßvater und Besitzer dieses Anwesens. Die kam mit seinem Vater auf die Insel, um seinen kranken Urgroßvater zu besuchen. Ich habe ihn nur auf ein Porträt gesehen. Aber sah etwas einschüchternd aus. Wenn man schon ein Porträt von sich anfertigen lässt, warum muss man dann so grimmig schauen? Und warum hat der Maler ihn nicht gebeten zu lächeln? Na gut, wenn man das Bild jetzt gerade so betrachtet, stimmt eigentlich. Na, er guckt irgendwie wirklich grimmig, oder? So ein klein wenig aus. Okay, Franny haben wir eben erst gesehen in der Erinnerung. Franny war dies Freundin. Sie hat im Anwesen gelebt und konnte gut Klavier spielen.
Sie hat ihm außerdem den Spitznamen Dee gegeben. Ich hätte sie gerne kennengelernt und ihre Musik gehört. Dee ist auch neue Notiz. Gerade als ich es aufgeben wollte, die Tür zum Anwesen zu öffnen, ist mir Dee wieder erschienen. Er scheint sich in meiner Nähe an Dinge erinnern zu können. So konnten wir auch die Tür öffnen. Während unseres Gesprächs hat er sich plötzlich erinnert, wie er mit seinem Vater auf die Insel gekommen ist. Danach konnten wir das Rätsel mit den Türklopfern lesen und das Anwesen betreten. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor Dee. Er ist ein freundlicher Geist, der Hilfe braucht. Also habe ich ihn gebeten, mit mir zu kommen. Ich wollte nicht allein sein und bin froh, einen Freund an meiner Seite zu haben. Ein Geisterfreund. So etwas Cooles ist mir noch nie passiert. Ja, das war übrigens am Ende des ersten Kapitels, also im letzten Part, ne? Das mit der Tür, mit den Türklopfern. Eigentlich schon ein recht kompliziertes Rätsel, aber wir haben es gelöst auf Anhieb. Gut, Richard Robbins ist ja der Vater, genau. Und Papa sollte uns am Kai treffen, aber er war nicht da. Was für ein Mensch lädt einen dann auf eine seltsame Insel ein und ist dann nicht da? Er hat es sich wahrscheinlich anders überlegt und will mich nicht mehr treffen. Jessicas Vorgänger hat mich hier allein gelassen. Ich sterbe hier noch durch herabfallendes Geröll oder so. Und das ist alles Papas Schuld. Er sitzt bestimmt ganz entspannt in der Villa. Er bekommt etwas von mir zu hören, wenn ich ihn sehe. Ja. Bei Ashley ist auch eine neue Notiz, okay? Nachdem Jessica den Steg verlassen hat, ist sie verschwunden. Auf der Suche nach ihr habe ich einen Friedhof gefunden. Und dann habe ich, ob man es glaubt oder nicht, einen Geist getroffen. Er heißt Dee. Er scheint sein Gedächtnis an sein frühes Leben verloren zu haben. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, als er mich bat, ihm zu helfen, seine Erinnerung zurückzuerlangen. Er hat versprochen, mir bei der Suche nach Jessica zu helfen. Also helfe ich ihm auch. Er muss einsam gewesen sein, über 50 Jahre lang ohne Erinnerungen und jemanden, mit dem er sprechen kann. Ich habe auch lieber jemanden um mich, als die ganze Zeit allein zu sein. Auch wenn das ein Geist ist. Dee hat sich an das Geheimnis der Tür erinnert. Dank ihm sind wir in das Anwesen gelangt. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Ja, bis jetzt würde ich sagen auch. Also ohne Dee wäre das eigentlich nicht so cool, würde ich jetzt sagen. Dee ist schon eigentlich nice, dass er so mitkommt. Hier noch über Jessica. Ich bin Jessica nachgelaufen. In der Nähe des Anwesens habe ich dann einen Schrei gehört. Bin mir sicher, dass der von ihr kam. Trotz meiner Angst habe ich es bis zum Eingang des Anwesens geschafft. Da habe ich ihre Brille gefunden, aber warum? Was ist dir passiert, Jessica? Ich darf jetzt keine Angst haben, ich muss nach ihr suchen. Außer ihr habe ich keine Familie mehr und ich liebe sie. Sie muss irgendwo im Anwesen sein. Okay, also irgendwie, ja, logisch eigentlich, weil die Brille lag ja vor der Tür, bevor wir reingekommen sind. Also irgendwo müsste sie also hier irgendwo drin sein, ne? Oder sie wurde irgendwie ganz verschleppt und hinten rausgeschleppt aus der Tür oder irgendwie so. Hallo. Wir werden es erfahren in Zukunft, denke ich mal. Gut. Somit die Origami-Kraniche immer auch schön scannen, wie wir gerade gesehen haben. Den ersten haben wir. Also am besten die Räume immer schön untersuchen. Schmutziger Zierteller bei oben noch. Ich weiß nicht, was drauf zu sehen sein soll. Es könnte eine Landschaft sein, aber er ist so schmutzig, dass ich es nicht genau sagen kann. Okay, geblümte Vase. Diese Vase mit Blumenmuster sieht echt hübsch aus. Darauf sind so viele kleine Blüten zu erkennen. Okay, Kamin. Können wir den anzünden? Glaub nicht, ne? Das war mal ein schöner Kamin, aber jetzt ist er alt und müsste instand gesetzt werden. Okay, ich denke mal, hier haben wir alles. Wir haben ja den Schlüssel bekommen. Ich sehe gerade, warum sind da immer noch unten rote Punkte im Menü? Was war denn hier noch neu? Also hier, das hatten wir gelesen. Und es gibt insgesamt übrigens 14 Kraniche. Den ersten haben wir, okay. Aber wieso war da noch ein roter Punkt? Also hier haben wir eigentlich alles gesehen. Oder ist da mit der... Okay, die Tasche, schauen wir mal. Jessicas Brille, genau. Die hatten wir gefunden, Feuerzeug gerade und Eheschlüssel.
Wieso ist das DAS noch rot? Schauen wir nochmal. Also hier bei den Charakteren wird da nichts angezeigt, bei der Kamera nicht. Hier eigentlich auch nicht. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, gehen wir sonst weiter. Ich sehe gerade, hier ist noch ein Bild. Gemälde einer Frau. Wow, die Frau auf dem Bild sieht echt hübsch aus. Ja. No good, huh? Und die Tür geht auf jeden Fall nicht auf. In diesem Raum bin ich fertig. Ich sollte woanders weitersuchen. Ja, und ich vermute, wie gesagt, wir haben den Schlüssel bekommen, dass draußen im Foyer jetzt, dass wir dort irgendwo die Tür aufbekommen. Something wrong? Stimmt etwas nicht? Jessica isn't here either. Hier ist Jessica auch nicht. Where could she be? Okay, wo könnte sie noch sein? Ja, wir werden es erfahren in Zukunft, denke ich mal. Schon sehr seltsam auf jeden Fall. Gut, Frage ist, bei welcher Tür könnte man den Schlüssel verwenden? Hier anscheinend nicht. Bringt nichts, geht nicht auf. Ja. No good, huh? Geht auch nicht auf. Na, oben waren auch noch Türen, ne? Dann einmal ins erste, in die erste Etage. Okay, Tür verschlossen. So, alle Türen verschlossen im Moment. Dann wäre ja nur noch diese hier, ne? Sie ist verschlossen und geht nicht auf. Hä? Oder kann ich hier irgendwo einfach so den Schlüssel... Ich verwende es den E-Schlüssel, okay. Und somit Tür auf. Sie ist offen. Ja, wir sagen direkt durch und mal schauen, was uns da Schönes erwartet. Okay, hier ist eine Tür mit einem Vogel. Looks like it leads to more rooms. Okay, hier ist ein Korridor, sieht aus, als käme man von hier in weitere Zimmer. If only there was some way of knowing where Jessica is. But I guess we'll just have to search the rooms one by one. Okay, Zimmer für Zimmer durchsuchen. Das ist übrigens Ostflügelkorridor. Na, hier ist direkt die erste Tür. Mit so einem Vogel und so einer Blume irgendwie. Auf der verschlossenen Tür ist ein Vogel mit einem dreiblättrigen Kleeblatt im Schnabel zu sehen. No good, huh? Okay, abgeschlossen. Weißt du, was das für ein Zimmer ist? Sorry. Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Okay. Ist zwar im Dunkeln schwer zu erkennen, aber das Muster auf der Base gefällt mir. Okay, die Tür, schauen wir mal. Franny. Was? Hä? Huh? Das Zimmer von Freddy anscheinend, oder? This was Franny's room. No, Franny's Zimmer. Oh wow, really? Ashley, open this door. I feel like I'm about to remember something. Got it. But I wonder if it's. Yep, locked. Okay, kann man auf jeden Fall nicht öffnen, aber er möchte dort rein. Die Tür. Auf der Tür ist ein Vogel mit einem goldenen Spross im Schnabel zu sehen. Weißt du, was es für ein Zimmer ist? Nein. Nee, ich kann mich nicht erinnern. Abgeschlossen, sie geht nicht auf. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir hier erstmal weiter. Hier ist auch eine. Dahinter liegt der Hof. Good, huh? Klappt nicht, sie geht nicht auf. Okay. Dann erstmal hier runter. Hier haben wir auch noch eine Vase. In der Vase sind ein paar alte, vertrocknete Blumen. Aber nichts Interessantes. Okay. Gut, hier ist wieder so eine große Tür. Verschlossen, okay. Na, hier kommen wir rein, okay. Dann schauen wir natürlich direkt. Neuer Raum, neue Infos, eventuell auch neue Sachen. Okay.
So many paintings. Na, das eine Gemälde übrigens, das blaue, was wir zuerst gesehen haben, sieht eigentlich ganz cool aus. So viel Gemälde. But no Jessica. Oh. Ich glaube, die werden wir auch nicht so schnell wiederfinden, die Jessica. Dee? Something up? Did you remember something? Oh. Na, steht jetzt hier. Dann schauen wir erstmal direkt bei ihm. Das ist, glaube ich, eine Zeichnung von Franny, oder? Aber schauen wir erstmal, was die sagt. Auf der Staffelei befindet sich eine alte Zeichnung eines jungen Mädchens. What is it? Okay, somit weitere Erinnerungen. Wanna see a picture that Papa drew? I'll show you, but it'll be our secret, okay, Dee? It's Franny. Okay, sei doch, das ist Franny. Huh? Ashley, it's Franny. Uncle Henry drew this. Uncle Henry? Yeah, Franny's papa. So Franny's dad is Henry, and the kid in this picture is Franny. But it's a little rough, so it's hard to be sure. Franny grabbed my hand and pulled me into this room. She showed this to me and said that her dad was a great artist. She said she asked him to draw a picture of me, too. After that, we went into the yard. There was a puppy. Huh. Seeing Dee so happy, talking about his memories with Franny, it's a little, well, weird. Dee was with Franny, the girl in this old drawing. And that same boy is here with me, right now. Ja, etwas mysteriös ist das schon eigentlich noch, aber... Okay, schauen wir erstmal. Zeichnung, können wir damit noch irgendwas machen? Auf der Staffelei befindet sich eine alte Zeichnung eines jungen Mädchens. Okay. Können wir aber nicht mitnehmen oder so anscheinend. Gemälde vom Meer. Auf der Staffelei befindet sich eine Leinwand. Das Gemälde zeigt eine Bucht im Mondlicht. What a lovely painting. This may be my favorite room so far. Na, hat sie recht. Also bis jetzt ist es eins der schönsten Zimmer. But it feels kann man schon fast sagen, ja. Lonely. I can't put my finger on why. What did you remember? I've seen this picture. But before it was finished, it used to be of the ocean in the afternoon light. Das Meer im Nachmittagslicht, okay. But now, it's the ocean at nighttime. I wonder why it was changed. Okay. Sehr mysteriös, würde ich jetzt sagen. Hier sind noch ein paar mehr Gemälde. Das ist so ein schönes Bild. Echt schade, dass es voller Spinnweben ist. Das Bild auf der Staffelei sieht kunstvoll aus. Ja. Gut, dann würde ich sagen, untersuchen wir natürlich erstmal das ganze Zimmer hier. Und hier sind ja nur da oben so ein Pinsel. Ob man diese Pinsel wohl noch benutzen kann? Die Borsten sehen steinhart aus. Okay, Sortierschrank. In den Schubladen befinden sich Blätter und Papierfetzen. Alles, worauf man zeichnen kann. Und hier auf dem Tisch, würde ich sagen, schauen wir mal. Runder Tisch. Ja, hier können wir zum Beispiel die Skizze untersuchen. Schauen wir mal. Und auf dem Tisch liegt eine Skizze. Huh. This paper looks new. Okay. I wonder who the girl is. Maybe it's Franny?
No. I don't think so. Ja, wollte ich gerade sagen, also nach Franny sehen die, sieht das Bild da nicht aus, da. This girl? She looks a little like you. Hm. Huh? Wait. It couldn't be. Did my dad draw this picture of me? What's wrong? Does he think I look like this? It's not very accurate. Oh no. What is it? What if Dad doesn't even recognize me? Ist das vielleicht sonst das Bild von ihrer Mutter? Könnte auch sein. Hier haben wir noch Teller mit Schokolade. Auf dem Silberteller liegt Schokolade. Sie ist angebissen. Aber von wem? Hm? Das habe ich doch früher schon mal gesehen. Echt? So lange liegt die Schokolade schon hier? Nein, den Teller. Dieser Silberteller war jemandem sehr wichtig. Ach, es klappt nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Okay, mehr wäre hier nicht, ne? Können wir da irgendwas mitnehmen? Anscheinend nicht hier unten. Ich sehe gerade, hier unten wäre noch eine Ledertasche. In der Tasche liegt ein Dokument. What's this? Was ist das denn für ein Dokument? Okay, Research into Another. Another Forschungsbericht. What? Autoren Richard Robbins und Sayoko Robbins. Also von ihren Eltern. Das ist der Forschungsbericht, den meine Eltern geschrieben haben. Allerdings nur die Titelseite. Irgendjemand muss die anderen Seiten mitgenommen haben, aber warum? Okay, erhalten Titelseite eines Berichts. Was bringt die Titelseite? Eigentlich nichts, würde ich sagen. Gut, hier wäre sonst... Ne, sonst wäre hier nichts, okay. Dann schauen wir natürlich erstmal ein bisschen weiter im Raum. Hier unten liegt noch ein Buch, aber können wir nichts machen. Sortierschränke hatten wir geguckt. Hier haben wir noch ein Leinwandregal. Hier stehen so viele Leinwände, sie sind alle verstaubt. Auf dem Schrank. Okay, hier haben wir wieder irgendwas. Hier zum Beispiel ein Notizblock. Auf dem Schrank liegt ein Notizblock. Der Notizblock sieht neu aus. Gehört das Papa? Hey. Was steht da? 15.8. Bill kommt. Who? Wer ist Bill? Keine Ahnung. Vielleicht ein Freund von Papa? Hier steht auch noch etwas geschrieben. Mal schauen. Einkaufsliste für Bill. Schokolade, Kartoffelchips. Mandheling für Café Olaid. Und Apfellimonade. Dad. Ja. Mein Papa mag auch Schokolade. Okay. Ich finde eigentlich weiße Schokolade finde ich eigentlich am besten. Wenn wir jetzt gerade so beim Thema Schokolade sind. Also ich finde weiße Schokolade schmeckt immer noch am besten. Normale Schokolade geht so. Okay, sonst wäre hier nichts außer die Notiz. Ne? Oh. Okay. Na, hier sehen wir noch Farbe. Das sieht aus wie eine Art Farbe, die echte Künstler benutzen. In einigen Tuben ist noch Farbe, aber sie ist vertrocknet und nicht mehr zu gebrauchen. Okay. Na, Gemälde hatten wir untersucht. Dann schauen wir also hier hinten noch die Ecke. Hier sind noch diese Gipsfiguren. Ich glaube, die habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Aber die Version hier ist ein kleiner. Okay. Das Sonnenlicht, das durch das Fenster hereinfällt, lässt die Statue fast ein wenig leuchten. Ich sehe noch gerade hier immer noch das Meer. Okay, schauen wir mal. Die. Also neue Szene. What is it?
You can see the ocean. It's so pretty, isn't it? Yeah. Jessica and I came here on a boat. Maybe you and your dad came by boat as well. Could be. You'd have to, right? When I first saw the island from the boat, I felt something. What did you feel? I didn't get it at the time, but I think I do now, at least a little. What is it? It's about meeting my dad. I just kept thinking, what do I do if he's a jerk? Was mache ich bloß, wenn er doof ist? Are you scared of that? Maybe. A little. Ja. Okay, hier ist nochmal Staffelei. What? Diese Staffelei wurde lange nicht mehr benutzt. Hier sind so viele Spinnweben. Ach, ich sehe gerade, hier ist nochmal so ein Kranich. Ich würde sagen, einmal DAS öffnen. Unsere Nintendo Switch 2. Kamera zücken und einmal scannen. Muss man dann, also, ich wollte gerade sagen, muss man nur ein bisschen näher ran. Und somit Scan erfolgreich wäre Nummer 3, die Landschaft. Würde sagen, schauen wir direkt, oder? Also Nummer 2 fehlt im Moment, das ist Nummer 3, die Landschaft jenseits des Meeres. Während ich so leichte Brise des Meeres genoss und ganz entspannt zum Horizont blickte, musste ich an die wunderschöne Frühlingslandschaft in Sayokos Heimatort in Japan denken. Und ich war seit über 10 Jahren nicht mehr in Japan. Das letzte Mal war ich mit Sayoko dort, um ihren Eltern von unserer Hochzeit zu erzählen. Auf dem Flug nach Haneda habe ich etwas Seltenes gesehen. Sayoko war nervös. Ohne Zweifel war sie damit beschäftigt zu überlegen, was sie ihren Eltern sagen würde. Schließlich war das ihr erster Besuch nach geraumer Zeit. Und dann hatte ich sie noch derart große Neuigkeiten im Gepäck. Um zu versuchen, sie zu beruhigen, nahm ich ihre Hand und bat sie, mir von ihrer Heimat zu erzählen. Sie erzählte mir davon, von einem Fluss in der Nähe ihres Elternhauses. Im Frühjahr blühen dort die Kirschbäume und bieten einen wundervollen Anblick. Auch jetzt, all die Jahre später, sehe ich noch ihr Lächeln vor mir, als sie von diesen Bäumen sprach. Und am nächsten Tag war ich zusammen mit ihr unter diesen Kirschblüten unterwegs, um ihre Eltern kennenzulernen. Und ich wollte immer noch mal nach Japan zurück, doch es hat sich bis jetzt nicht ergeben. Aber irgendwann wird es klappen. Und dann laufe ich unter den Kirschblüten entlang, die Sayoko so geliebt hat. Kirschblütenbäume finde ich übrigens mega cool. Und ich hatte eben schon gesehen, Franny ist wieder ein Update hier. Franny war Dees Freundin. Sie hat im Anwesen gelebt und konnte gut Klavier spielen. Sie hat ihm außerdem den Spitznamen Dee gegeben. Ich hätte sie gerne kennengelernt und ihre Musik gehört. Okay. Gut, ich glaube, haben wir alles untersucht im Raum, ne? Das heißt, normalerweise können wir direkt weiter. Aber sonst wäre hier jetzt ja nichts. Nur so auf den Blick. Dann, ja, schauen wir mal durch. Ich könnte sonst kurz gleich auf dem linken Analogstick schauen, wo wir hin müssen. Das kann man doch hier im Game. Ah, links rum. Nächste Tür direkt. Okay. Wäre dann auch wieder komplett neuer Raum. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ja. What do you think this room was for? Was
Denkst du, wofür dieses Zimmer wohl war? Gute Frage, keine Ahnung. Erstmal alles untersuchen, würde ich sagen. Gut, hier ist ein Eimer. Dieser Eimer wurde ewig nicht benutzt, er ist vollkommen verrostet. Amazing. So viele Bücher, ganz schön beeindruckend, wenn jemand die alle gelesen hat. Ja, bei so vielen Büchern auf jeden Fall. Schreibtisch. Okay, den können wir wieder untersuchen. Da oben Bücher. Auf dem Schreibtisch stehen mehrere Bücher. Schreibtischlampe. Staubige Schreibtischlampe. Okay, also nichts Interessantes dort oben. Auch nur mehrere Bücher. Aber hier, Schublade. Okay, die ist leer. Aber hier haben wir ein paar Sachen. Altes Album. Und Silbergeschirr. In der Kommode befindet sich Silbergeschirr. Wow, ist das echtes Silber? Das muss ja antik oder sowas sein. Oh. Oh, dieser Teller. Die? Was ist denn die? Bin mir nicht sicher, aber... Ich fühle einfach, dass dieser Teller irgendwie wertvoll ist. Wertvoll? Sag mal, altes Album. Ein altes Album voller Fotos. Ja, Juli 1924. Spiele im Garten. Die jungen Herren Henry und Thomas sind gesund und entwickeln sich prächtig. Sie unternehmen alles gemeinsam und sind unzertrennlich. Der junge Herr Henry kümmert sich rührend um seinen jüngeren Bruder Thomas. Okay. August 1932, sportlicher Wettbewerb. Herr Henry, intelligent und kräftig. Herr Thomas, aufrichtig und liebenswert. Wo die beiden klugen und ausgelassen jung sind, verbreitet sich gute Laune. Am meisten freut sich Herr Edward über ihre Entwicklung. Ja. September 34, Porträts der jungen Herren. Herr Henry will Maler werden, Herr Thomas Schriftsteller. Sie sind nun wohl geratene junge Männer. Und der Hausherr wünscht sich vom Herzen, dass sie ihr Leben so leben können, wie sie es sich wünschen. Gut, die Schublade da hinten. Und die ist auch leer, okay. Gut, ich glaube, mehr ist hier am Schreibtisch nicht. Unten kann ich nichts schauen, ne? Okay. Dann schauen wir natürlich erstmal weiter. Hier ist so ein Koffer. Da muss doch was drin sein. Oh, aber anscheinend nicht. Dieses Buch war wohl Bettlektüre. Das ist so sorgfältig gemacht. Wer auch immer hier geschlafen hat, hat Ordnung gehalten. Irgendwie so ein Kranich oder so habe ich hier bis jetzt nicht gesehen. Wir werden natürlich immer schauen. Also die Kraniche würde ich natürlich schon gerne alle komplett mitnehmen. Hier haben wir Teeservice. Schauen wir mal. Auf dem Tisch stehen eine Teekanne und eine Teetasse. Die? Was ist los, die? Es fühlt sich an, als hätte ich diese Tasse schon einmal gesehen. Ja? Oder mehr kann man an dem Tisch hier nicht untersuchen, ne? Kleiderschrank findet man noch. Ein komplett leerer Kleiderschrank. Sender Lissy ist mit dabei und schreibt guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Dir natürlich auch einen wunderschönen guten Abend. Wir sind gerade hier im zweiten Kapitel unterwegs und ja, sind gerade hier in diesem Zimmer angekommen. Schauen wir erstmal bei dem Bild. An der Wand hängt ein Porträt. Who's this? Wer ist das? Und somit nächste Erinnerung. You mustn't enter my quarters at your whim. Okay. Something the matter?
I just remembered something. This was Wells's room. Wells? Mhm. He was the butler of this mansion. Okay, das war also der Butler Wells, dem das Zimmer hier gehörte. Soweit gut, danke, hoffe ich dir auch. Ja, mir eigentlich auch soweit ganz gut. Also, he found me in was angepasst, auf jeden Fall. Außer mit meinem Bein habe ich immer so ein bisschen Probleme ab und zu in letzter Zeit, aber sonst passt das eigentlich. Er hat mich einmal hier gefunden und gesagt zu mir. Butlers safeguard all manner of important items for the people of their houses. Okay. So you mustn't enter my quarters at your whim. I wonder what sort of important items he was looking after. It was keys. Wells held every key for the mansion. Okay. They might be helpful for finding Jessica. Let's look around for them. Also hat er anscheinend jeden Schlüssel vom Anwesen. Und ich denke mal, die werden wir bestimmt auch finden. Also hier Wandregale und Anrichte. Schauen wir erstmal hier. Die Schubladen sind völlig leer. Nicht mal Müll oder so etwas. Ja. Ich glaube, hier haben wir ein nächstes Rätsel, oder? Auf dem Wandregal befinden sich Silbergeschirr. Wir haben ja so zwei Silberteller, hatten wir vorhin gesehen, eben, ne? Eins war sogar hier in dem Raum, in der Schublade. Dieses Silbergeschirr ist alt, aber hübsch. Wells hat es sehr gemocht. Er hat es immer poliert, dass man sich darin spiegeln konnte. Aber jetzt ist es so angelaufen. Das ist schon irgendwie schade. That's weird. Wie seltsam. Was denn? Hey. Als ich das letzte Mal sah, waren es 4 Teller gewesen. Es ist wichtig, dass alle Teller zusammen sind. Okay. Das hat Wells immer gesagt. Also wir haben 2 Teller, hatten wir gesehen. Da fehlen aber 3 im Moment noch. Okay. 4 wichtige Teller. Okay. Er hat sogar nochmal oben eben automatisch zwischengespeichert. Also hier war ja der eine, aber 3 Stück fehlen da. Und nimm mal erstmal den mit. Schauen wir mal. Schau dir diesen Teller an. Ja. Ja, das ist einer von Mel's Silbertellern. Ein Teller mit singendem Vogel. Ach, mir fällt gerade ein. Ich sollte ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Okay, mir fällt gerade ein, der dritte. Wir hatten da diesen Aschenbecher gesehen. Das war auch, glaube ich, so ein Silberteller, oder? Also wir müssen auf jeden Fall alle 3 haben und dann hier die anscheinend draufstellen. Hier haben wir noch einen Tresor. Schauen wir mal. Ein stabil aussehender Tresor. Hey. So ein stabiler Tresor. Bewacht bestimmt was ganz Wichtiges. Meinst du, du kannst ihn öffnen? Mal sehen. Nein, fest verschlossen. Dann hoffe ich mal, dass das hier in der Nähe ein Hinweis ist. Ich denke mal, den können wir bestimmt öffnen, wenn wir das Rätsel hier gelöst haben. Das ganze Geschirr ist entweder Glas oder Porzellan, kein Silber. Okay. Und ich sehe gerade, hier ist... Das ist so ein Kranich, ja. Okay, nice. Direkt einmal scannen. Das Kamera rausholen. Das ist schon der dritte, den wir jetzt sogar gefunden haben. Nummer 2, Lawrence Edward, der Patriarch. Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde sagen, schauen wir direkt. Wenn wir das schon neu haben. Jetzt haben wir die ersten 3, okay. Lawrence Edward, der Patriarch. Wie es scheint, war der verstorbene Patriarch dieses Anwesens Lawrence Edward ein zutiefst misstrauischer Mensch. Er fand Gold auf der Insel und brachte die Firma, die er daraufhin gründete, innerhalb von nur einer Generation zum Gedeihen. Anscheinend unterstellte er jedem, der sich ihm näherte, ein Dieb zu sein, der nur an sein Geld will. Okay. Das ging so weit, dass er schließlich nur noch Familienmitgliedern erlaubte, das Anwesen zu betreten. Außerdem installierte er überall die verschiedensten Mechanismen, die sein Eigentum vor Eindringlingen schützen sollten.
Und ich glaube, sein Misstrauen anderen gegenüber hatte auch einen negativen Einfluss auf seine Familie. Aus irgendeinem Grund findet sich in der ganzen Villa kein Hinweis auf seine Frau. Es gibt nicht einmal einen Grabstein von ihr auf dem Friedhof. Ich habe keine richtigen Beweise dafür, aber ich habe die Theorie, dass sie irgendwann aufgehört hat, ihn zu lieben. Den Mann, der jedem misstraute. Sie muss die Insel endgültig verlassen haben, nachdem sie ihr gemeinsames Kind zur Welt gebracht hatte. Okay, hört sich irgendwie traurig an. Nach dem Anhäufen von so massivem Reichtum wurde Lawrence damit belohnt, dass ihn stets Misstrauen anderer gegenüber quälte, was ihn zu einem einsamen Mann machte, der die Liebe seiner Familie verloren hatte. Anscheinend blieb sein Herz jedoch zumindest einer Person gegenüber offen, dem Butler, der seiner Familie diente. Und wenn man nach den Chroniken aus dem Zimmer des Butlers geht, beruhte diese Loyalität auf Gegenseitigkeit und war unerschütterlich. Okay. Also zumindest 3, wie gesagt, von 14 haben wir schon hier noch. Also 14 von diesen Origami-Kranichen gibt es insgesamt. Ja, das heißt immer schön alles, schön absuchen, genau unter die Lupe nehmen. Wenn man natürlich alles finden möchte. Okay, der andere Silberteller, wie gesagt, war ja in dem Raum davor, wo wir eben drin waren. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. So, erstmal zurück. Und dann glaube ich, dass, wie gesagt, dieser Aschenbecher, das müsste eigentlich auch ein Silberteller sein. Sonst habe ich jetzt keinen Teller so im Kopf. Also hier war der eine, ne? Genau. Mit der Schokolade hier. Auf dem Silberteller liegt Schokolade. Die, schau dir diesen Teller an. Ja. Ja, das ist einer aus Welts Silbergeschirr, das er so mochte. Okay, so mit Teller mit pickendem Vogel. Alright. Ich sollte ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Da ist etwas. Ein Bild lag unter dem silbernen Teller. Das ist. That's. Okay. She's. Ich glaube, die Mutter von ihr, ne? Also weitere Erinnerungen. Hurry, Ashley. Hide. Right. I remember who said that. It was Mom. Na, das ist auf jeden Fall ihre Mutter. Okay. Die Frau auf dem Bild ist deine Mutter. That must mean the baby is... Yeah. It's me. This must be Dad's photo. Okay, somit Foto von Mama erhalten. Gut, dann haben wir zumindest Silberteller Nummer 2. Der andere lag ja in einem Raum mit dem Klavier, war das irgendwie, ne? Mit dem Aschenbecher. Kann er kurz auf dem linken Stick gleich drücken wieder. Genau, sehe ich auch, wo ich lang muss. An der Tür ist ein Schloss. Wird diese Tür zu dem Zimmer mit dem Klavier? Oh, ich kann sie aufschließen. Okay, Tür ist offen. Ah, das ist das Salon wieder. Also das Zimmer mit dem Klavier. Auf der einen Seite war, stimmt, die eine Tür war abgeschlossen. Somit kommen wir jetzt hier an der Seite raus. Okay, bisschen rein. Und ja, hier ist ja dieser Teller, den ich meinte. Ja, müsste eigentlich richtig sein. Die Luft um den Tisch herum riecht nach Zigaretten. Ein Aschenbecher voller Zigarettenkippen. Ashley. Irgendetwas ist mit diesem Aschenbecher. Was denn? Hey. Mach ihn mal sauber. Na gut. Ja, so wie ich es mir schon gedacht habe. Das Entfernen der Kippen und der Asche enthüllt ein hübsches Vogelrelief. Oh. Wow, was ist das? Ich dachte es mir schon, dieser Aschenbecher stammt aus dem Zimmer des Butlers. Okay, somit Teller mit fliegendem Vogel. Das heißt, jetzt können wir anscheinend das Rätsel lösen.
Und die Teller da natürlich draufstellen. Auf diesem Wandregal. So, mal einmal zurück zum Zimmer des Butler. Gut, dann schauen wir mal. Ich denke mal, die müssen bestimmt in irgendeine richtige Reihenfolge gebracht werden. Zumindest vermute ich das mal. Vier Teller. Alright. Wenn es so wichtig ist, dass sie zusammengehören, dann rein will sie mal auf. Wells würde sich bestimmt drüber freuen. Also rechts sieht man, dass dieser Teller da ist. Okay, was ist das, auch normal Silbergeschirr? Toll. Geschirrständer. Gibt es hier irgendwie Hinweise, wie ich die Teller da drauf haben muss? Oben sind noch Glas, Kelch und Glas, okay. Ich würde sagen, ich schaue einfach mal. Wir haben einen kleinen, ja, das ist ein Teller mit so einem kleinen Vogel, der nach rechts fliegt irgendwie. Der andere, ein kleiner Vogel, der nach links fliegt. Hier wieder so ein größerer. Ich denke mal, der große muss ganz links hin. Einmal mal testen. Die Halterung hat sich gesenkt. Das muss eine Art Mechanismus sein. Okay, Tipps oben links übrigens werde ich natürlich noch nicht einblenden. Es sei denn, ich kann das Rätsel hier nicht lösen. Müsste aber eigentlich hinkommen. Dann hier eigentlich den kleinen Vogel hin. Schauen wir mal. Also der nach rechts fliegt. Ja, müsste passen, sehe ich gerade. Und dann den hier. Na, ist sogar komplett richtig, okay. Somit Rätsel gelöst. This was some sort of puzzle all along? Look, there's something in there. Dann würde ich sagen, direkt hin da. Ich frage mich, was da drin ist. Ja, das ist zusammengerolltes Papier. Was ist das? Eine Karte der Villa? An der Stelle dieses Zimmers steht etwas geschrieben. Karte des Anwesens haben wir somit erhalten. Auch mega cool. Okay, Karte der Villa. Wenn du nicht weiter weißt, rufe mit Hilfe von L die Karte auf. Vielleicht entdeckst du so einen Hinweis. Schauen wir mal direkt. Ich sollte mir Notizen über alle interessante Sachen machen, die ich finde. Also macht sogar auf der Karte dann so Notizen, okay. Hier das Zimmer von Butler. Okay, dann sieht man das auch überall, okay. Da unten hat sie übrigens, wo ist Jessica notiert? Ja, das werden wir natürlich irgendwann in Zukunft gleich mal rausfinden. Salon, genau. Also es ist eigentlich noch ganz schön groß. Es gibt da Erdgeschosse sind wir gerade. Beim ersten Stock. Macht sie auch keine Notizen. Genau, da war ja Freddys Zimmer. Untergrund gibt es auch noch. Okay, da ist aber im Moment nicht viel zu sehen und so. Okay, immerhin Rätsel gelöst. Aber was hat das hier mit dem Tresor auf sich? Da sollen wir jetzt sogar dran. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal. Ein stabil aussehender Tresor. Hey. Was aber drin ist? Nein, fest verschlossen. Du kennst nicht zufällig die Kombination, oder? Nein. Leider nicht. Meinst du, Wells hat sie irgendwo aufgeschrieben? Okay, hier brauchen wir erste Kombination. Ich weiß ja gar nicht welche. Moment. Einmal zurück auf der Karte. Ist hier irgendwas notiert? Ne, ne? Also, Brandys Vater hat die Bilder gemalt. Atelier. Ja doch, hier, das sieht aus, das ist so ein Code, oder? Müsste hinkommen, R13, L1, R7, L18. Können natürlich auch Tipps einblenden. Drücke die L-Taste, um die Karte zu öffnen. Ja, müsste also richtig sein. Schau dir das Zimmer des Butlers auf der Karte an. Vielleicht ist dort etwas vermerkt. Ja, wie ich schon sagte, also das müsste richtig sein mit dem Code. Mehr Tipps möchte ich gar nicht.
Okay, rechts 13. Muss man merken, also 13, 1, 7, 18. Oha. Rechts 13, links 1, rechts 7. Also mal rechts, links. Okay, 13, 1, 7, 18. 13, 1, 7, 18. 13, 1, 7, 18. Okay. Ashley. 13, 1, 7, 18. Also man darf auch, glaube ich, ja, ich sehe gerade, wenn ich den zu früh loslasse, dann wählt er eine ganz andere Ziffer. Aber 13, 1, das war 7, 18, ne? Und dann 18. Na, okay, hat geklappt. War so richtig. Wir haben direkt zwei Rätsel in seinem Zimmer hier. Ah, ich hab's, der Tresor ist auch. Well done, Ashley. Okay, let's see what we have here. This is. Yes, a key. Two keys, as a matter of fact. Ja, direkt zwei Schlüssel sogar. Okay. Now we can get into those locked rooms. Okay, Blumenschlüssel und dreiblättriger Kleeschlüssel. Ich glaube, der Blumenschlüssel war doch sogar, glaube ich, für Frannys Zimmer, ne? Bin ich der Meinung. What's this notebook? Wells must have written it. Okay. Ich sehe noch, Rosaria hat da Hi geschrieben. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Wir sind hier mittendrin im zweiten Kapitel. Okay, haben jetzt gerade den Tresor geöffnet. Mega cool mit den Rätseln, muss ich übrigens sagen. Okay, 1916 haben wir hier. Es geht, und dir? Also mir eigentlich soweit ganz gut. Gut, schauen wir erstmal. Wir erhalten traurige Nachricht. Zwar haben wir endlich erfahren, wo sich der junge Herr Leonard aufhält. Doch es war zu spät. Er ist durch die Epidemie ums Leben gekommen, benahm seine beiden Kinder auf. Herr Edward richtete zwei neue Zimmer für seine Enkel ein. Das Zimmer des Goldvogels und das Zimmer des Silbervogels. Okay, 1930. Die beiden Jungen sind mir nur über den Kopf gewachsen. Thomas geht auf dieselbe Universität wie sein Bruder Henry. Herr Henry intelligent und kräftig. Herr Thomas aufrichtig und offen. Herr Edward freut sich wohl am meisten über ihre Entwicklung. Das Problem der Nachfolge ist damit aus der Welt. 1936. Jungherrn Henry und Thomas heiraten beide. So, ich dachte gerade, die haben beide eine Frau geheiratet, oder? Oder wie soll ich das gerade verstehen? Okay. Am Dezember 1943. Es kommt, wie ich befürchtete, Herr Henry und Herr Thomas werden in den Krieg geschickt. Oha. Der Krieg hat sich ausgeweitet und sie wurden beide an die Front gerufen. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr sich Herr Edward sorgt. Ich bete inständig dafür, dass den beiden nichts zustößt. Neues Spiel, ja, kam am 19. diesen Monat, also erst ganz frisch raus, ist gerade mal ein paar Tage alt, also eigentlich seit heute eine Woche jetzt, ne, ist es raus. Somit September 1945, der Tag der Rückkehr der beiden. Endlich ist er gekommen. Welche übergroße Freude, dass beide jungen Herren diesen schrecklichen Krieg überlebt haben. Doch Körper und Geist haben im Krieg Wunden davongetragen. Herr Henry schließt sich im Atelier ein und starrt endlos auf die Gemälde, die er einst erschuf. Tägliche Verrichtungen, sogar das Essen, bereiten ihm große Schwierigkeiten. Herr Edward hat erkannt, dass Hilfe vonnöten ist. Deshalb wird Herr Henry mit seiner Familie auf der Insel bleiben. Und nachdem er einige Tage bei uns verbracht hat, ist Herr Thomas in sein Zuhause auf dem Festland zurückgekehrt. Er zeigte die ihm eigene positive Art, doch mir war, als würde sich eine finstere Wolke über ihm befinden. Hoffentlich erholen sich die jungen Herren bald.
von den Anstrengungen. 1946, Herr Edward verfasst sein Testament. 1948, Herr Edward erkrankt schwer. Ja. Was habe ich nur getan? Hätte ich doch nur niemals diesen Brief geschrieben und sie zurück auf die Insel gebeten. Aber so sehr ich es auch bereue, ich kann es nicht ungeschehen machen. Es ist meine Schuld, es ist alles meine Schuld. Doch vielleicht wird eines Tages ein Nachkomme der Familie Edwards seinen Weg hierher finden. Und für diesen Fall hinterlasse ich ein paar Blaupausen in meinem Schrank. Ich hoffe, sie werden sich dann als nützlich erweisen. Ich bete dafür, dass die Seelen von Herrn Edward unter anderem ihren ewigen Frieden gefunden haben. This Mr. Edward must have been your great-grandfather, Dee. You're probably right. Okay, das war anscheinend sein Großvater, okay? Henry and Thomas. If they were brothers and they were Lawrence's grandchildren. Dee, you all right? Okay, so mit nächster Erinnerung. Henry, enough already. What are you trying to say, Thomas? I just remembered something. Back then, Uncle Henry called my father Thomas. Okay, also Thomas war sein Vater, okay. Thomas? Your father's name is Thomas! Dee, that's great! You remembered your dad! Na, immerhin. Franny's father is Henry, Dee's father is Thomas. Okay, also Franny's Vater ist der Henry dann, okay. Ja, von Dee dann der Thomas, okay. Und eigentlich schon mal sehr coole Infos, die wir hier jetzt bekommen haben. They died on this island in the same year. Und sind im gleichen Jahr so gestorben, okay. Dee looks so upset. He's probably wondering the same thing. Sehr, sehr mysteriös. Okay, übrigens, das kann ich ausschalten. Wo müssen wir jetzt gerade hin? Achso, stimmt, wir haben ja die Schlüssel neu. Benutzen wir den Schlüssel aus dem Tresor, um in Frannys Zimmer zu kommen. Ja. Ja, ihr Zimmer war im ersten Stock, nicht wahr? Okay, da müssen wir wieder hin dann. Da ist eigentlich nur Treppe wieder hoch, genau. Ich finde das ganz gut, dass man hier nebenbei natürlich auch die Tipps oben links hat, auf Minus, wenn man auf Minus drückt. Ich weiß gar nicht, war das damals auf dem Nintendo DS so? Ich glaube nicht. Ne? Also ich kann mich da zumindest nicht mehr dran erinnern. Also auch schon fast 20 Jahre her. Ich glaube, die Tipps, die wurden neu eingebaut, genauso wie das Kreis, wo man hin muss, wenn man auf den linken Stick drückt. Eigentlich schon ganz cool gemacht, wenn man gerade nicht weiß, wo man gerade hin soll. Und hier müssen wir dann rein. Aber, ja, ich würde sagen, wir legen eine kurze Pause ein, weil wir haben eine Stunde rum. Ich werde das Video noch zusammenschneiden für YouTube und auf Twitch natürlich. Weil wir hatten vorhin auch so eine kurze Verbindungsabbruch. Ich mache jetzt bei diesem Game, also pro Kapitel ein Part. Das heißt, ja, hier geht es natürlich dann gleich weiter. Und dann würde ich sagen, kurze Pause und bis gleich dann. Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht es natürlich in Frannys Zimmer, wo wir rein müssen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, beziehungsweise schließen die Tür auf. Auf der verschlossenen Tür ist ein Vogel mit einer Blume im Schnabel zu sehen. Ja, den haben wir jetzt bekommen. Also Blume mit Schnabel. Versuche einfach mal den. Yes, it opened. Ja, ist halt der, okay. Ja, sie ist offen. Now we can look in Franny's room. Jetzt können wir einen Blick in Franny's Zimmer werfen. Maybe you'll remember something else, Dee. Yes. Dann direkt rein. Das zweite Kapitel im Game geht auf jeden Fall schon länger als das erste Kapitel. Das erste ging also 1:20 hatten wir irgendwie von dem ersten Part. Das hier geht schon ein bisschen länger, nur das zweite Kapitel. Aber mega cool. Hä? Huh? Dee? Manu, Dee. Hm.
This is it, Ashley. Ja, das ist es, Ashley. This is Franny's room. This is where we play together. Ja. Gut, dann schauen wir natürlich alles wieder gründlich untersuchen, wie man es erkennt. Ich denke mal hier, da muss man sowieso immer im Game. Schrank. Der Schrank ist leer. Noch nicht mal Frannys Kleidung ist darin. Ja. Kiste mit Bauklötzen. Die Kiste ist voll mit Bauklötzen. Da drin sind alle möglichen Formen. Haben die Franny gehört? Ist da etwas ohne all den Bauklötzen? Da scheint auch irgendwas zu sein, okay. Also Bauklötze eigentlich nur wegmachen. Ah, hier eine Holzpuppe. Eine Puppe liegt in einer Kiste für Bauklötze. What's with this doll? Okay, der hat auch nur einen Arm. Its right arm is missing. Oh. Really? Yeah, I guess it broke off. Und somit nächste Erinnerung. Dee, look at this doll. I just remembered something. What is it? Franny made this doll. Wow, she made this herself? Pretty impressive. The missing piece must be around here somewhere. I don't think this doll is broken. I think it's supposed to be missing its right arm. This is a doll of Franny's father. And Franny's father was missing his right arm. Really? Okay, Puppe ohne rechten Arm. Was soll denn scheint den Vater darstellen, okay. Okay, hier haben wir noch einen niedriger Tisch. Als ich klein war, hatte ich auch so einen niedrigen Tisch. Und der war toll zum Malen oder um Vater, Mutter, Kind zu spielen. Hier ist so ein Teddybär. Oh man, what a cute Teddybär. That was Franny's favorite. These vintage bears are cool. Suddenly I remember that night. The one from my dreams. That night, on the table, there was a cake with candles and a bear with a red ribbon. Here you go, Ashley. This is a present from Daddy. Yeah, that's what Mom said. But Dad wasn't there. Where was he that night? Ashley? What's wrong? Dee, I remembered something too. When I saw the bear... Your mother? Yeah. I barely remember anything about her. But sometimes I have this dream. I feel like it ends in the middle, though. Like there's more to it. Huh. That reminds me of something Jessica said. She told me that if I meet my dad, I'll also learn about my mom. Is that why you came here to see him? I... Das Einzige, was wir von ihrer Mutter haben, ist das Foto, was wir gefunden haben, ne? Ja. Dann schauen wir natürlich erstmal weiter. Hier ist ein Sofa. Mhm. Und war das ihr Lieblingssofa? Da lagen Bauklötze und ein Buch drauf. Ja.
Kinderschreibtisch. Ein kleiner grüner Schreibtisch hat Franny hier gelernt. Das scheint wohl so, ne? Kinderkommode. Oh, was für niedliche Griffe. Ist da was in den Schubladen? Nein. Ein Bett. Ein Kinderbett. Das sieht ziemlich alt aus. The blanket's color is faded. A little girl used to sleep here a long time ago. Hey, Dee. What was Franny like? Well, I guess she was mostly sweet, but she could be a little sassy. She was real easy to make laugh, but real easy to make cry too. And she was incredibly lonely. Oh. Okay, den Nachttisch kann man nicht untersuchen. So ein einen von diesen Origami habe ich jetzt nicht hier gesehen. Schauen wir erstmal Bücherregal. Ah, das kann man sogar ein bisschen mehr untersuchen. Ich sehe schon, hier oben ist ein Aufsteller. Das schauen wir gleich. Ich würde sagen, Bücher unten. Schauen wir erstmal dort. Ich denke mal nicht, dass da irgendwas Wichtiges ist. Ich frage mich, ob etwas dahinter ist. Hinter dem Buch ist nichts. Okay. Frage mich, ob etwas dahinter ist. Ah, hier ist ein Origami. Okay. Okay, da ist auch nichts. Und da auch nicht. Also hier auf jeden Fall das Origami können wir, ich würde sagen, erstmal das einmal scannen. Das ist schon das vierte, was wir jetzt sogar gefunden haben, ne? Mein armer Kamera. Und einmal scannen. Wäre Nummer 4, der abgegriffene Teddybär. Okay. Dann schauen wir direkt. Einmal Notiz Nummer 4 wäre das. Übrigens, ich sehe gerade, auf der Karte sieht man jetzt sogar rechts, wo die Origami sind. Auch hier bei den Fragezeichen sehe ich gerade. Das heißt, man kann sogar direkt sehen, wo die nächsten wären, in welchen Räumen und so. Eigentlich sehr cool, dass man das jetzt sieht, dadurch, dass wir die Karte haben. Gut, dann schauen wir erstmal Nummer 4, der abgegriffene Teddybär. Auf diesem alten Anwesen zu leben ist, als wäre man in einer Zeitkapsel. Jedes Zimmer ist von der Zeit unberührt geblieben. Und je mehr ich diese Zimmer in meinem alltäglichen Leben benutze, desto mehr steigt mein Interesse an antiken Möbeln. Wenn ich mir das sorgfältig ausgearbeitete Dekor ansehe, wenn ich die feinen Materialien berühre, die für ihren Bau verwendet wurden. Materialien, die sogar dem Zahn der Zeit widerstanden haben. Dann habe ich wohl dasselbe Gefühl von Eleganz und üppigem Lebensstandard, was einst die Familie Edwards verspürt haben muss. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich von Zimmer zu Zimmer wandere, nur um die Möbel zu bewundern. Und man könnte fast sagen, ich habe einen Namen an ihnen gefressen. Einen Narren an ihn gefressen, okay. Und doch ist es schwierig für mich, das Kinderzimmer auf der Ostseite im Obergeschoss zu betreten. Wenn ich den verstaubten Teddybären auf dem kleinen Tisch sehe, muss ich sofort an Ashley denken und wie ich sie vor 11 Jahren zurückgelassen habe. Oh Ashley, ich möchte dich noch einmal sehen. Ich stelle mir vor, dass du dich nicht einmal an mein Gesicht erinnerst. Du warst damals gerade 3 Jahre alt. Aber ich will das in NASA fertigstellen und dann mit eigenen Augen sehen, wie du geworden bist. Es fühlt sich an, als würde ich in der Zeit feststecken und nur du kannst mich zurückbringen. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir direkt hier oben. Da war ja noch genau das Teil hier, dieser Aufsteller. Das Regal ist mit Puppen dekoriert. Hey, Dee, take a look at this doll. It's Franny's. Okay, das soll Freddy sein. She made it to look like herself. So this one is supposed to be Franny. Yes. What's wrong? Is something bothering you?
I remember something Franny said. Dee, these dolls have to be nice to each other. Diese Puppen müssen nett zueinander sein. If they get along, then... Wenn sie sich gut verstehen. Then what? Sorry. That's all I remember. The dolls need to get along? What does that mean? Gute Frage. Also auf jeden Fall haben wir jetzt hier, das soll ja Franny sein, die Puppe. Und eine Vertiefung in der Mitte und rechts. Ich denke mal, da fehlt eine. Schublade, hey. Können wir die öffnen? Schau mal, die eine Schublade. Mal sehen, ob ich sie öffnen kann. Ja. Versuch es mal. Nur geht nicht auf. Ja. Haben wir schon gedacht, die geht bestimmt auf, wenn wir hier die Figuren draufgesetzt haben, ne? Eine Lücke, in die eine Puppe passen könnte, ja, aber da fehlt da eine. Da haben wir nur die hier. Vielleicht setze ich die Puppe hier hin. Okay. Aber bringt da nichts. Da fehlt anscheinend eine, ne? Können wir da erst mal so stehen lassen? Denk mal, die dritte werden wir bestimmt noch finden. Die letzte Puppe scheint nicht hier zu sein. Vielleicht ist sie in einem anderen Zimmer. Okay, wir haben noch einen weiteren Schlüssel bekommen, das heißt, auf zum nächsten Zimmer erstmal. Und hier müssen wir dann wieder hin, wenn wir natürlich die nächste gefunden haben. Ist also auch wieder so ein kleines Rätsel anscheinend, okay. Nächstes Zimmer ist hinten, okay. Also einmal aufschließen. Das ist so ein, ja, hier so ein 3, genau. Und das mit den 3 Blättern. Du verwendest den 3-blättrigen Schlüssel. Alright. Okay, ja, es ist offen. Okay, dann muss er rein da direkt. Gut, mal schauen, was uns hier jetzt erwartet. Does this spark any memories? This is... Yes, Ashley. I remember something. This room belonged to Franny's parents. Okay. Also von den Eltern das Zimmer. Das heißt, wieder alles schön absuchen. Frage ist natürlich, ist hier so ein Kranich drin? Okay, sie hat übrigens neue Notiz gemacht. Ja, Kranich, sag ich gerade, so ein Origami. Könnte man natürlich auf der Karte schauen. Moment. Wir sind. Wo waren wir jetzt? Also hier sehe ich gerade in jedem Zimmer. Es könnte sein, dass hier sogar ein weiterer Origami versteckt ist. Mal Karte schauen. Na, wir sind da in dem Raum. Dann müsste ich genau alles genau untersuchen. Flaschen und Gläser. Die Flasche und Gläser sind alle mit Staub bedeckt. Ob man den Inhalt noch trinken kann? Na, nach so langer Zeit würde ich sagen, eher nicht, oder? Okay, hier scheint nichts zu sein. Ja. Und hier ist ein Kamin. Und der Schürhaken liegt einfach so herum. Hat jemand vergessen, ihn wegzuräumen? Wow, man könnte sich glatt in einem großen Sessel vor den Kamin setzen, wie in einem Film. Sieht auf jeden Fall gemütlich aus, der Sessel. Ob sie wohl hier alle zusammengesessen und ferngesehen haben? Da ist ein Brief. Ja. Neben dem Buch liegt ein geöffneter Brief auf dem Tisch. Hey. Der Brief ist ganz zerknüllt. Er hat wohl jemand sehr wütend gemacht. Ja? Ich möchte nicht der Brief sein. Schauen wir mal rein. Okay, sie haben eine Menge Leute damit gegen sich aufgebracht. Die Minenarbeiter können es nicht verstehen und ich auch nicht.
Wir haben rund um die Uhr Blut, Schweiß und Tränen für die Lawrence-Mine vergossen. Und was ist der Dank? Und wir werden gefeuert und von der Insel gejagt. Der alte Präsident hätte wenigstens versucht, mit uns einen Kompromiss zu finden, wie immer. Aber jetzt kommt da dieser Neue anmarschiert und macht mit nur einem Blatt Papier einfach alles dicht. Und wir möchten mit dem neuen Präsidenten reden. Er schuldet uns zumindest eine Erklärung. Robert Martin, Arbeitersprecher. Ein Brief von den Leuten, die in der Mine gearbeitet haben. Wer ist dieser neue Präsident? Keine Ahnung. Übrigens der Fernseher hier. Alter Fernseher, Retro, mega cool. This is... Dieser Fernseher ist ja uralt, so einen habe ich noch nie gesehen. Aber so im Schrank habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja mega alt, der Fernseher hier. Also ich kenne auch ältere Fernsehgeräte, aber so im Schrank. Sogar mit Schranktüren, okay. Auch cool. Ah, ich sehe auch schon, hier ist der Origami, glaube ich. Ja. Nice, da haben wir den auch direkt gefunden. Gut, dass man den auf der Karte sieht, wie gesagt. Also einmal direkt scannen. Okay, Gedanken zu meinem Vater haben wir dann. Gut, schauen wir mal. Wenn ich mir vorstelle, dass ich eines Tages Ashley wiedersehe, frage ich mich manchmal, welche Art Vater ich sein sollte. Und in diesen Momenten muss ich immer sofort an meinen eigenen Vater denken, der gestorben ist, als ich 18 war. Er war Importeur und bereiste deswegen die ganze Welt. Sein gesamter Fokus lag auf seiner Arbeit und deswegen war er nur selten zu Hause. Aber eines Tages flog er mit meiner Mutter ganz überraschend nach Südamerika in den Urlaub. Doch ihr Flugzeug stürzte über den Pazifik ab und ich habe meine Eltern niemals wieder gesehen. Damals konnte ich nicht verstehen, warum mein Vater sich so gern in seiner Arbeit vergrub. Wie kann man nur zu beschäftigt für seine Familie sein? Und eines Tages war er plötzlich einfach weg. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich eigentlich genauso wie er. Wenn mein Vater noch leben würde, was würde er mir wohl sagen? Wenn er mich so kopfüber in meiner Forschung vergraben sieht, was würde er von mir denken? Okay. Immerhin ganze 5 haben wir schon von 14. Gut. Hier oben sehe ich schon, da sind Betten. Und hier so eine Kommode. Eine Kommode mit einem dreiseitigen Spiegel. Okay, können wir sogar untersuchen. Okay. Ah, hier ist die letzte Puppe. Puppe einer Frau. In der Schublade ist eine Puppe. Oh. Die, schau mal, diese Puppe muss... Ja. Ja, Franny hat sie gemacht. Das muss ihre Mutter sein. Okay, Puppe einer Frau. Und natürlich noch ein Brief. Das ist ein Brief. Okay, lieber Henry, das ist mein Abschiedsbrief. Nachdem du nicht nur deinen geliebten Großvater, sondern auch andere deiner Lieben in solch kurzer Zeit verloren hast, bist du in solch großer Trauer versunken, die ich wohl kaum nachzufühlen vermag. Ich hatte geglaubt, dass Franny und ich dein Herz heilen könnten. Aber du hast dich sehr verändert, seitdem du dich im Zimmer des Silbervogels abgeschottet hast. Und ich habe gesehen, wie du den Sprossschlüssel in den Brunnen geworfen hast. Ja? Jeden Tag verbringst du allein mit einer Flasche Alkohol in deinem Zimmer. In Furcht vor unbekannten Mächten. Du wirkst, als hättest du deinen Lebenswillen verloren. Selbst Franny beunruhigt es sehr, dass du so lange keinen Stift oder Pinsel mehr in die Hand genommen hast. Und dennoch weigerst du dich, das Zimmer zu verlassen. Der Mann, den ich einst kannte, ist nicht mehr da, Henry. Franny und ich werden die Insel verlassen. Ich werde nie vergessen, wie sehr ich dich geliebt habe, Marie. Okay. Ja, sie ist mit Franny abgehauen. Okay. Wer ist Marie? Franny's Mama. Okay. Oh. Why do you look so sad? Well, this is a goodbye letter.
I don't know what happened between her mom and dad, but I'm sure Franny wanted them all to stay together. That's why I'm sad. Mhm. Ashley. Okay, so mit Maries Brief erhalten. Gut, schauen wir erstmal weiter. Hier ist so ein Schrank. Er ist leer. Haben sie einfach alles zusammengepackt, als sie die Insel verlassen haben? Ja, wird wohl, denke ich mal, so sein. Ne? Er ist ziemlich verrostet. Man kann nicht einmal das hübsche Blumendesign erkennen. Ja. Dieses Bett ist riesig. Da passen locker zwei Leute rein. Und davon haben sie sogar zwei hier stehen. Ne? Also eigentlich könnten hier vier Personen schlafen im Zimmer. Ja. Das Bett ist ordentlich gemacht, wurde aber offensichtlich seit langer Zeit nicht mehr benutzt. Da sind eine Menge Bücher, aber sie sehen alle kompliziert und langweilig aus. War jemand gerade dabei, das zu lesen? Wie lange liegt es wohl schon hier? Es wirkt, als wäre die Zeit hier mehrere Jahrzehnte stehen geblieben. Oh, okay. Und einen Krug haben wir hier noch. Mit so einem Riesenkrug muss man nicht so oft Wasser holen gehen. No. Stimmt eigentlich. Gut, ich glaube, wir können dann direkt zurück, weil hier haben wir jetzt alles, das Origami haben wir gefunden, die Puppe. Und mit der Puppe können wir dort, ja, ich denke mal, dann das Rätsel auch lösen. Oder zeig auch direkt dahin, das passt. Okay. Mal schauen, was wir da gleich in der Schublade finden. Bin schon gespannt. Also erstmal natürlich die Figuren aufstellen. Ich denke mal, sie muss in die Mitte, oder? Die Puppe. Ja, links hin. Schauen wir mal. Ah, kann ich rausnehmen? Puppe von Franny. Okay, dann ins Menü. Ich setze die Puppe mal hier hin. Okay. Ja, den Vater erstmal wieder rein, weil er hat dann nur diesen einen Arm in die Richtung. Was? Also, und hier dann, ja, die Mutter hin. Ich glaube, ich setze die Puppe hier hin. Ja, war klar, dass das so angeordnet werden muss. Ist auch. Ja. Was muss sie damit gemeint haben, dass die Puppen sich gut verstehen müssen? Ich frage mich, was da drin ist. And in here we have. Und hier drin haben wir. Okay, so eine Schleife. Oh. Ja, Schlüssel ist natürlich immer gut. Sprossschlüssel ist das okay. I wonder which room this key is for. Was ist das? Das ist eine Schleife, die Franny geliebt hat. Können wir aber nicht mitnehmen, ne? Ja, anscheinend nicht, nur eine ausgeblichene Schleife. Okay, somit nächster Schlüssel, den wir gefunden haben. Wenn ich schaue, ja, wir müssen auch direkt weiter. Gut, dass man auf dem linken Stick immer schauen kann, wo man hin muss als nächstes. Ah, hier, okay. Stimmt, das ist ja die dritte Tür, ne, genau. Und das ist ja auch da, wie man sieht, das mit dem Schlüssel, das Symbol. Da ist direkt aufschließen. Yes. Das ist offen. Ich muss sagen, das zweite Kapitel geht echt schon ganz schön lange, ne. Das erste, wie gesagt, war so eine Stunde 20 Minuten. Da waren wir im ersten Tag schon durch und das zweite ist schon recht lang. Okay. Ja, so ein Bild mit einem Vogel. Not here either. Where could you be, Jessica? Ja, ich denke mal, Jessica werden wir noch lange nicht finden. Bücherregal. Wow, in diesen Regalen stehen so viele Bücher. Wie lange würde es wohl dauern, die alle zu lesen? Also, so extrem viele Bücher, ja. Das wird, glaube ich, ein ganzes Leben dauern, wenn man die hier alle lesen möchte. Gut, schauen wir erstmal hier, eleganter Tisch. Ein netter Tisch und er ist nach all der Zeit nicht mal kaputt oder so. Jemand hat hier ein Buch offen liegen lassen.
Wollte da wer was nachschlagen? Keine Ahnung. Würde ich jetzt sagen. Sofa? Was für ein schönes Sofa. Ist so groß und gemütlich. Aber zum Fernsehen von hier ist es wohl nicht so toll. Ach, hier steht auch so ein Fernseher. Ein Retro-Fernseher hier. Wow, wo ist denn der Einschaltknopf? Hat das Ding eine Fernbedienung? Eine Fernbedienung gab es damals ja noch gar nicht, ne? Aber zu der Zeit. Der Tisch. Dieser Marmortisch sieht teuer aus. Er fühlt sich kühl an, wenn man ihn berührt. Aber jetzt kein Origami oder so zu sehen. Ist hier überhaupt in dem Raum? Wir sind jetzt da oben, ne? Ah doch, da war glaube ich auch ein Origami. Das heißt, alles gründlich untersuchen. Der Lampenschirm ist ganz ausgeblichen. Der Fuß ist auch ganz schmutzig. Welche Farbe sie wohl mal hatte? Hier haben wir noch Federkiel. Oh cool, ein Federkiel. Sowas wollte ich schon immer mal ausprobieren. Darn it. Das wird nichts. Alles vertrocknet und verklumpt. So kann ich nichts schreiben. Ich sehe gerade auf dem Fensterbänken ist auch kein Origami. Okay. Da können wir eigentlich hinten rum. Ich sehe gerade hier. Ah, okay. Somit Origami direkt gefunden. Nur scannen und direkt schauen. Kolibris haben wir gescannt, okay. Dann schauen wir mal direkt. Ob bei Türklopfern, Geschirrbildern oder den Skulpturen im Springbrunnen. Das Motiv des Kolibris durchzieht das gesamte Anwesen. Die vielen Kolibri-Verzierungen deuten darauf hin, dass Lawrence Anwesen stark auf diese Vögel fixiert gewesen sein muss. Kolibris können Symbol der Heilung und Liebe sein und sind anscheinend auch ein populäres Motiv bei den indigenen Völkern Amerikas. Ich halte es für möglich, dass Lawrence die Kolibris überall auf dem Anwesen untergebracht hat, um seine Einsamkeit erträglicher zu machen. Das erinnert mich an etwas, das mir Sayoko erzählt hat. In Japan stehen Kraniche für Glück. Designs mit diesem Vogel sind recht beliebt. Und wenn man sich etwas wünscht, verwendet man dafür gern Origami-Kraniche. Und gerade diejenigen, die sich Frieden oder eine schnelle Genesung wünschen, halten diese Kraniche oft in großen Mengen. Und vielleicht sind die ganzen Kolibris Ausdruck von Lawrence' Wunsch nach Frieden in seinem Leben. Sayoko hat mir vor langer Zeit beigebracht, wie man Origami-Kraniche faltet. Vielleicht sollte ich ein paar machen und sie in der Villa verteilen, als Ausdruck des Wunsches, dass die Verstorbenen in Frieden ruhen mögen. Okay, somit Nummer 6 von 14 haben wir fast die Hälfte sogar schon von den Kranichen, okay. Ja, beziehungsweise Origami. Aus der Nähe betrachtet ganz schön staubig, eigentlich auch logisch. Kerzenhalter neben dem Bett. Hat man sowas früher als Lichtquelle genommen? Ich hatte viel zu viel Angst vor offenem Feuer neben meinem Bett. Na, geht. Also ich hätte da nicht so eine Angst eigentlich. Hier sind verschiedene Sorten Alkohol aus der ganzen Welt. Ja. Dieser Schrank wurde komplett ausgeräumt. Der Krug ist total verdreckt, hat wohl schon eine ganze Weile Staub angesammelt. Okay, und hier haben wir übrigens noch Gemälde eines Mädchens. Das ist auch Franny, ne? Oh. Ist das ein Bild von Franny? Das ähnelt sehr der Skizze im Atelier. Schon komisch, wenn man sich überlegt, dass sie und die vor all diesen Jahren Freunde waren. Okay.
Okay, wo, ach, hier sehe ich gerade. Das haben wir noch gar nicht untersucht. Gemälde eines Vogels. Stimmt. Das haben wir eben am Anfang gesehen. Das ist ein Kolibri. It's crooked. Das ist schief. Bothers me to no end. Sowas macht mich wahnsinnig. Ja. Hm. Okay, haben wir Notenblätter. This is sheet music, isn't it? Musiknoten, okay. Why was it hidden behind a painting? Hmm. The painting is of this bird. Hm. Und weitere Erinnerungen, okay. Did you know there's a puzzle hidden in this sheet music? If you solve the puzzle and play the music, you'll get to see the piano's secret. Mhm. Also ein weiteres Rätsel anscheinend am Klavier, ne? Okay. I just remembered something. This is the sheet music Franny played on the piano. Okay. Oh. Really? I wonder if I'd be able to play it. You can play? Yeah, I practice on a school piano once in a while. Will you try playing this song? I'll give it a shot. Maybe it'll help jog some more memories. Franny told me there's a puzzle hidden in this sheet music. Hey, in den Noten ist ein Rätsel verborgen. Hmm. I wonder what it could be. Und auf dem Bild übrigens sieht man auch Noten, ne? Somit Notenblatt erhalten. Okay, ich wollte gerade sagen, okay. Er zeigt immer noch hier zum Gemälde. An der Wand hängt ein Bild des Kolibris. Hm. Na, hier oben Notenlinien, okay. What's this? Notenlinien, was tun die denn hier? Keine Ahnung, müssen wir da ein Bild von machen, ein Foto von machen? Mhm. Dieses Vogelgemälde. Das ist das gleiche wie auf dem Notenblatt. Das muss irgendwie wichtig sein. Ich denke mal, wir müssen hier ein Bild von machen, oder? Am oberen Rand des Bildes sind Notenlinien zu sehen. Wir werden jetzt die Kamera nehmen. Ich mach da einmal mal ein Foto von. Okay. Gut, zur Not kann man da wie gesagt oben links auf Minus drücken und Tipps holen, aber schau mal kurz. Ja, er zeigt jetzt hier zur Tür. Okay, das heißt, das war eigentlich, glaube ich, richtig sogar mit dem Foto, keine Ahnung. Ich denke mal, dass wir jetzt zum Klavier müssen, wo wir waren. Und dort war ja auch dieser Notenblattständer auf dem Klavier, dass dort jetzt anscheinend ein nächstes Rätsel auf uns wartet. Na, am besten einmal so rum. Dann würde ich sagen, direkt hin da. Also irgendein Rätsel ist da drin verborgen, sagte er. In den Noten. Gut, dann einmal zum Klavier. Ein alter Flügel. Gut, ein Notenständer, auf den man Notenblätter legen kann. Kann das so irgendwie draufhauen direkt? Ich denke mal ja, ne? Ja, benutzen. Okay, oben ist Fragezeichen, Notenblatt. Ich frage mich, warum der Vogel aus dem Zimmer des Goldvogels hier abgebildet ist. Die Notenlinien sehen hier komisch aus. Ganz leer, ohne Noten oder Pausen. Oh. Oh, stimmt. Das ist die einzige Stelle ohne Einträge. Ja, nu. Kann das so spielen? Klaviatur, schauen wir mal. Ah, total nervös. You can do it. Gib dein Bestes, du schaffst das schon. Gut, dann wollen wir mal.
Okay. Was muss ich machen? Loslegen auf A? Schauen wir mal. So einfach nur die Knöpfe spielen. Ja. Was du gespielt hast, klang irgendwie einsam, verglichen mit Franny's Stück. Einsam? Vielleicht fehlt da eine Begleitung. Ich wette, wir brauchen auch im Bassschlüssel noch Noten. Aber oben auf dem Notenblatt sind da diese Fragezeichen. Leere Notenlinien, ja. Und da sind Notenlinien ohne Noten. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Notenblatt. Also mit dem Blatt stimmt irgendwas nicht, okay. Ich werde sonst gleich oben schauen wegen Tipps. Die Zeichnung dieses Vogels sieht genauso aus wie die im Zimmer des Goldvogels. Ich frage mich, warum derselbe Vogel hier gezeichnet wurde. Hey. Das Bild waren Musiknoten, nicht wahr? Maybe. Vielleicht gehören die zum Vogelbild. Okay. Also wir sollen auf jeden Fall, der zeigt uns immer noch hier hin. Ich schau mal wegen Tipps. Die Noten auf dem Notenblatt sind nicht vollständig. Du musst sie lernen, Notenlinien füllen. Das Gemälde und das Notenblatt hängen eng miteinander zusammen. Okay. Ausführlicher Tipp. Das DAS hat eine Funktion, mit der du Fotos übereinander legen kannst. Damit kannst du die leeren Notenlinien auf dem Notenblatt füllen. Ah, okay. Das heißt, aufeinanderlegen. Mit dem Bild, was wir gemacht haben, Lösung möchte ich jetzt nicht sehen. Das heißt, Tipp wieder aus. Und wie kann ich die dann aufeinanderlegen? Ich denke mal, hier auswählen. Genau, und hier das DAS dann. Ja, mit dem Foto, was wir gemacht haben. Weil das hat da oben, genau, die Noten. Und jetzt? Ich hab doch ein Bild davon hier. Achso, ich soll die irgendwie aufeinanderlegen, ne? Ach, ich sehe gerade unten. Auf Y, übereinander legen. Hä? Achso, ich muss, glaube ich, Foto von dem. Moment. Ah, okay. Also erst noch ein Foto hiervon machen. Kamera, genau. Also das müssen wir auf jeden Fall haben. Und dann übereinander legen, okay. Auch schon eigentlich ein cooles Rätsel, muss man dazu sagen. So einmal übereinander legen, mit dem hier. Geht das? Ja. Okay, sie passen perfekt. Jetzt muss ich sie nur noch übertragen. Wie gesagt, eigentlich sehr cooles Rätsel, muss man dazu sagen, an der Stelle. Okay, hat sie das dann jetzt oben? Ist immer noch. Ich versuche es niederzuschreiben. Ah, okay, das macht sie jetzt erst. Ja. Fertig, und jetzt spiele ich es mal. Ah, okay, das heißt, jetzt können wir das richtige Lied spielen, die richtige Melodie. Gut, dann wollen wir mal. Okay, auf Loslegen einmal drücken, okay, und dann gleichzeitig die Knöpfe drücken. Sorry. Ach, super, irgendwie, hä, ich hab das gedrückt und das ging nicht, hä? Okay, dann eben nochmal von vorne. Diesmal war auf jeden Fall richtig. Und somit auch Rätsel gelöst. Wie gesagt, eigentlich sehr cooles Rätsel, was wir hier jetzt gerade hatten. Und gut, dass es die Tipps gibt, wenn man auf Minus drückt. Ich glaube, sonst wäre ich da nicht so schnell drauf gekommen, dass man die
übereinander legen kann, die Bilder. Huh? Huch? Ashley, did you hear that? Sounds like it triggered something. Let's look around. Okay. Schauen wir mal direkt. A box fell out of the piano. I wonder what it is. This is... Granny found these on the beach. It's shells. They're kind of pretty. Oh, right. I remember these. Franny found them. These are our treasure. She hid them here. Hmm? What's this card? It looks like a game cartridge. Is this Franny's too? No. I've never seen that. Okay, somit ein Kärtchen erhalten. Sieht aus wie eine Softwarekarte, sagte er. What's that noise? It's the DAS. What's it doing? Did it read the card? Hm. NASA-Schlüssel 01 erkannt. NASA-Schlüssel für das DAS werden freigeschaltet. Okay, Nummer 2 und 3 wird es auch noch geben. I've never seen this screen. Is this a map of the mansion? One of the rooms is glowing. Eines der Zimmer leuchtet, okay. What's this another key? I have no idea. Another key. Ich denke mal, die anderen beiden müssen wir bestimmt auch noch finden. Hm. What the? Who are you? I've been waiting for you. Ja. Das ist bestimmt ihr Vater, oder? Denke ich mal zumindest. Ah, hier können wir speichern, das heißt, hier endet das Kapitel. Okay, ich würde auch sagen, wir speichern direkt und haben somit den zweiten Part hiermit auch abgeschlossen. Ja, wie gesagt, ich mache ja pro Part immer ein Kapitel. Und ja, im nächsten Part würde es dann weitergehen. Somit das Lawrence-Anwesen Ende haben wir hiermit abgehakt. Frage ist, sollen wir das gleich weiter zocken oder sollen wir ein anderes Game spielen? Das ist gerade die Frage. Ich würde sonst auch eventuell gerne Golden Sun noch ein bisschen weiterspielen. Also hier können wir natürlich ganz kurz einmal reinschauen. Gespeichert hatten wir noch, ja. Genau. Somit könnte man zurück. Ja, dann würde es weitergehen mit Kapitel 3, Wiedersehen mit Papa. Ja, sag doch, das ist wahrscheinlich ihr Vater. Aber wie gesagt, da starten wir dann ja neun im nächsten Part mit dem dritten Kapitel. Ich würde sagen, so werde ich das im Let's Play auch fortführen. I'm your father. Ah, okay. Das ist tatsächlich der Vater. What do I do? That's... He's my dad? Mega cool. Somit sogar schon im dritten Kapitel. Ja, wie gesagt, hier machen wir im nächsten Part weiter. Das heißt, ich werde jetzt erstmal eine kurze Pause machen und ich denke mal, ich werde das Game erstmal wechseln zu Golden Sun, weil da können wir auch den fünften Part machen. Den dritten Part, also mit dem dritten Kapitel hier, schauen wir dann die Tage natürlich gern weiter. Das heißt, ja, kurze Pause und bis gleich dann.